Die aktuelle Situation an den politischen Börsen ist natürlich super spannend, denn wir wissen, Trump tweetet um sich und wir haben viele, viele Informationen auch ausstehend noch zum Handelskrieg zwischen den USA und China. Und dementsprechend müssen wir damit rechnen, dass heftige Bewegungen uns noch bevorstehen, sowohl an den Aktienmärkten als natürlich auch bei den Währungsverhältnissen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass US-Dollar gegen chinesische Yuan sehr, sehr spannend aktuell ist. Wir sind über die 7er-Marke gesprungen. Das wird sehr, sehr beachtet. Und auch in den chinesischen Medien ist mehr und mehr davon zu lesen, inwieweit ist eigentlich der US-Dollar wichtig? Wäre es nicht eine Alternative, gegebenenfalls mal auszuweichen, vielleicht auf einen Goldstandard, um gegebenenfalls dort ein bisschen Stabilität eben am Währungsmarkt auch wieder zu schaffen? Und damit sind wir auch aus der Schusslinie, denn die Chinesen kriegen im Moment ja sehr stark vorgehalten, dass sie Währungsmanipulation betreiben und dementsprechend sich selber und ihre Wirtschaft in ein besseres Licht stellen. Da kann man natürlich dagegen halten. Es sind durchaus auch die westlichen Notenbanken, die gerade Niedrigzinspolitiken an den betreiben und dementsprechend ja bis zu einem gewissen Grad zumindest mal eine Abwertung ihrer eigenen Währung in Kauf nehmen, um den eigenen Wirtschaftsstandort zu verbessern. Insofern ist das durchaus eine ähnliche Maßnahme. Gucken wir also mal auf Gold ganz kurz im übergeordneten Blick nochmal zur Orientierung. Da sehen wir sind im Rahmen eines sehr deutlichen Widerstandsbereichs, Trendkanal, mehrere Fibonacci-Linien, Zwischentiefs, also da ist eine Menge an Widerstandslinien. Jetzt wissen wir alle, auch eine Vielzahl von Linien dreht keinen Markt. Das ist natürlich nur ein Hinweisgeber. Vorsichtig, hier mal genau drauf gucken. Genau das empfehle ich in diesem Fall, nämlich wie alle anderen Marktteilnehmer jetzt mal da einen Blick drauf zu werfen und dann die Reaktion der anderen Marktteilnehmer für so ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ihr jetzt hier wirklich nach oben durchgeht, dann ist das eine Aussage. Oder wenn ihr jetzt dreht, ist es auch eine Aussage, weil das eben bedeutet, okay, hey, an dieser Stelle wird jetzt gedreht. Wie können wir das frühzeitig erkennen? Und zwar nicht erst in der Geschichte im Rückblick von 2020 oder 2021 dann an. Das können wir natürlich nicht auf dieser Zeitebene, das können wir möglicherweise auf den kleineren Zeitebenen. Und bevor wir hier auf Gold kommen, wechsle ich mal kurz auf Silber. Dort ist das übergeordnete Bild ein bisschen anders. Wir sehen das hier zwischenhochtechnisch. Aber was wir sehr deutlich sehen, ist, dass wir hier auf Tagesbasis, auch im Intraday-Chart, immer noch die Stärke mit uns haben. Wir sehen, wenn es mal zurückkommt, ist das eher korrektiv hängend. Wenn man genau zeichnet, auf jeden Fall nicht mehr als waagrecht. Vielleicht die Unterseite steigend, aber eben auch die Tiefs. Wir sehen das hier Schritt für Schritt steigend. Also keine Schwäche zumindest mal zu erkennen. Und solange das der Fall ist, gibt es keinen Grund, jetzt hier sich auf die Short-Seite zu wechseln. Aus welchen genannten, erdachten Gründen auch immer. Es bleibt also vorläufig zumindest mal bei der bullischen Seite. Das muss nicht immer so bleiben. Der Markt ist durchaus in der Lage, quasi ansatzlos zu drehen. Wir sehen das hier an einigen Spitzen, wo es quasi senkrecht hochgelaufen ist und der Markt dann doch gedreht hat. Aber noch lässt sich hier nichts erkennen und dementsprechend noch nicht wirklich eine Aktivität oder eine Aktion dann empfehlen, wie man hier vorgehen sollte. Doch, eine Variante gibt es, die man empfehlen kann, nämlich darauf zu achten, wie jetzt die Bewegungen sind. Und da erzähle ich eigentlich nicht wirklich was Neues. Folgt etwa sowas. Freuen wir uns, dass wir nochmal die Longseite uns überlegen können, warum letzte Zwischenhochs und dann sollte sich, also der Bruch nach oben, wir hatten vor kurzem über Trigger gesprochen, dann sollte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Kommt hingegen etwas, was so aussieht und höchstens mal so nach oben kommt, dann gilt das Gleiche natürlich in die andere Richtung, Bruch der letzten Zwischentiefs, um dann mal vorläufig zumindest mal eine Gegenbewegung zu erwarten und sei es auch nur wie hier vielleicht im Kleinen, aber zumindest mal so in dieser Art kann man sich das vorstellen. Es macht also einen guten Eindruck, hier genauer hinzugucken, um zu überlegen, wie die aktuelle Bewegung ist und dann entsprechend das einzusetzen, was dann da kommt und dann entsprechend zu agieren. Ob das jetzt hier schon kommt oder ob das erst auf einem höheren Niveau startet, ist dabei fast egal. Die Hausaufgabe wird immer sein, genau das im Blick zu haben. Jetzt wechseln wir noch mal einmal zurück zu Gold, denn da haben wir so ein bisschen so eine Situation, zumindest mal vorläufig sieht das hier relativ zügig nach unten aus und hier so halbwegs langweilig nach oben. Wir hätten also eine Chance, zumindest mal, wenn der Kurs idealerweise hier noch mal knapp drüber kommt, wir also davon ausgehen, steigende Hochs, steigende Tiefs in irgendeiner Form beim letzten Zwischentief hier nochmal einen Short dann zu initiieren mit Erwartungshaltung, dass diese Bewegung sich hier nochmal anschließt.
Ob das dann weiterreicht, das wird man hier entscheiden müssen. Ah, wie kann man das denn hier entscheiden? Naja, an genau sowas oder an sowas. Sie sehen, das Spiel bleibt immer gleich und egal, ob Sie übergeordnet suchen, ist es immer empfehlenswert, selbst wenn Sie sagen, längerfristig bin ich orientiert, genau auf diese Indizien zu gucken, auf dieses zu achten. Sie müssen dann nicht auf 15-Minuten-Basis unbedingt gucken, aber dann auf Tagesbasis oder 4-Stunden-Stundenbasis beispielsweise, ob Sie dieses Verhalten eben sehen. Denn das ist das klassisch Typische, was eben andeutet, in welche Richtung die eigentliche Bewegung gilt. Wir haben also eine Chance aktuell bei Gold, dass wir noch mal ein Stück nach unten gehen. Rücksetzer, wie ich sie jetzt hier eingezeichnet habe, bis 1510 in etwa, werden immer noch massiv hier in der Unterstützung, würden überhaupt nichts kaputt machen, würden, wenn der Kurs dann dreht, sogar spätestens beim Bruch des Zwischenhochs, wo auch immer das dann hier sein wird, sogar nochmal neue Käufe initiieren. Es gibt ja durchaus einige, die sagen, die 1700er Marke, warum sollten wir die nicht sehen? Ich mag das nicht versprechen. Das hängt jetzt von dem ab, was wir hier bekommen. Aber unmöglich ist es tatsächlich nicht. Und die politische Situation deutet das ja auch an. In diesem Sinne lasse ich Sie für heute alleine. Drück Ihnen die Daumen, dass Sie alles richtig machen. Und freue mich auf das nächste gemeinsame Mal. Bis dahin, alles Gute.